Glücksspiel ist und bleibt ein interessantes Themengebiet, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Sieht das alles sehr einfach aus. Aber wenn man zumindest das Ganze theoretisch behandelt, da sieht man, dass die Geschichte eigentlich viel, viel komplizierter ist, als man sich das gedacht hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich hatte euch bereits bei Eurojackpot ein Video zur Verfügung gestellt gehabt, wie ich mit 8 Zahlen ein Fünfer nahe kommen kann. Okay? Dann hatte ich euch bezüglich Swiss Lotto ein Video zur Verfügung gestellt, wie ich mit 8 Zahlen ein Sechser nahe kommen kann. Und ich habe euch bei unserem Lotto 6 aus 49, ich schreibe mal Deutschland Lotto, ne, gezeigt, wie ich nur mit 12 Zahlen ein Sechser nahe kommen kann. Warum funktioniert das Ganze bei Eurojackpot mit 8 Zahlen, bei Schweiz, aber bei Deutschland nicht? Warum komme ich hier nicht auf 8? Ganz einfache Sache. Wenn ihr euch zum Beispiel das Spiel hier anschaut, bei Eurojackpot, wird hier 5 aus 50 gezogen. Ne? Das bedeutet, mathematisch steht das Ganze richtig. Also 5 mal 10 ist gleich 50. Bei Schweizer Lotterie werden 6 Zahlen gezogen, und zwar aus 42. Das bedeutet, hier kommt man auf Wert 7. Also mathematisch okay. Ja? Bei unserer Lotterie 6 mal 49, ja, es ergibt ja keinen Sinn. Hier gibt's keinen Wert. Ihr müsst irgendwelche Kommastellen hier benutzen. 8, keine Ahnung, noch was. Also ist diese Mathematik so gesehen komplett falsch. Daher müssen wir eine Lösung finden, wie wir zumindest das Spiel irgendwie im Gleichgewicht stellen können, damit wir genauso wie bei Eurojackpot oder Schweizer Lotterie auch auf 8 Zahlen kommen. Also der Grund, warum wir nicht runterkommen, liegt einfach daran, dass diese komplett mathematisch falsch ist. Die Tabelle hier ist eine Sensation. Also ich habe dafür wirklich sehr lange gebraucht, um dahinter zu kommen. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben ja unsere Tabelle. Wir brauchen ja insgesamt immer 5 Zahlen für die Vertikale, 5 für die Horizontale. Wir brauchen ein Fünfer-Vollsystem für 7 Spalten. Diese Tabelle hier habe ich selbst entwickelt. Das hier sind Kombinationen, welches wir hier für brauchen. Zum Beispiel, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Also wir brauchen die Spalte 1, 2, 3, 4, 5. Das hier ist für die Vertikale. Okay, das hier ist für die Horizontale. Jetzt kommt der Hammer. Und zwar, ihr seht, wir haben 21, 21, ja? Wie viel ist denn 21 plus 21? Genau, 42. Das bedeutet, wir würden jetzt, genau wie bei der Schweizer Lotterie, auf 42 Zahlen spielen. Also das System ist jetzt so im Gleichgewicht gestellt worden. Das ist ja gleich, ne? Nur ihr braucht sie halt zweimal, ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt mal das Spiel am Samstag anschauen, und zwar am 10.10.2020. Ich mache das euch hier mal vor. Also wir schauen uns bei die Vertikale an. Wir hatten die 4, also wir hatten die 1, dann haben wir die 8. 8 ist eine zweite Spalte. Wir hatten die 16, das ist dritte. 22 ist eine vierte. 28 bleibt in der vierte. Und 33 ist in fünfte. Okay? Also diese 2 schmeißen wir raus. Und bei Horizontalen, wir hatten die 4, die 8, die 16, 22 ist Wiederholung, 28 ist hier unten und die 33. Also das hier fliegt raus, ne? Und das hier fliegt raus. Jetzt stellt sich die Frage, wie übertragen wir die Zahlen auf unsere Tabelle? Es ist ja so, wir schauen uns mal genau an, auf die Vertikalen, welche Zahlen gekommen sind. 1, 2, 3, 4, 5. Diese müssen wir dementsprechend auch hier aussuchen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist sie einmal gekommen. Man sieht, wenn man zum Beispiel diese gewählt hätte, wären wir auf 1, 2, 3, 4 gewesen. Genauso wie hier. Zumindest hier hätten wir 3 Spalten gehabt. Jetzt kommen wir auf die Horizontalen. Hier hatten wir die 1, 3, 4, 6, 7. Also 1, 3, 4, 6, 7 hier. Also man sieht, wir haben alle Kombinationen, welches hier drin sind, auf unsere Tabelle auch drauf. Wie gesagt, dieses 1, 4, 6, 7,
habt ihr auch zum Beispiel hier 1, 4, 7, jetzt ohne 6. Ja? Das bedeutet, ihr müsst euch exakt 2 Spalten aussuchen. Von mir aus geht auch teilweise sogar bis 3 Stück manchmal. Na? Wenn ihr mal das Ganze auswertet, macht euch einfach eine Tabelle, einmal für die Vertikale, einmal für die Horizontale und wertet die Spiele genau auf diese Kombinationen aus. Also für die Zukunft, entweder hier drauf spielen oder das Ganze versuchen, kombinatorisch zu lösen. Das ist beides gleich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles Gute und bis bald.